Ich begrüße Sie sehr herzlich, meine Damen und Herren, liebe Gäste hier in unserem Haus der Patriotischen Gesellschaft. Herr Neumann sagte schon, seit 1765, Patriotische Gesellschaft von 1765 zu Hamburg mit dem Untertitel Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe. Klingt noch so ein bisschen altfränkisch, aber ein bisschen in dieser Richtung sind wir nach wie vor tätig. Sie kriegen ja etwas mit, was so draußen zum Beispiel in der Stadt passiert, autofreie Zonen oder kümmern um Schulen etc. Heute möchte ich aber ein bisschen was erzählen über die Patriotische Gesellschaft und inwiefern sie mit ihrem Thema auch zusammenhängt. Und zwar beziehe ich mich da hier auf diesen Raum. Der heißt Reimarus-Raum. Zwei Reimarusse gibt es in der Frühgeschichte der Patriotischen Gesellschaft, und Vater und Sohn. Und wenn man die beiden sich ein bisschen vorstellt, dann stellen sie etwa auch die Spannweite dar, zwischen der die Patriotische Gesellschaft aufgestellt war und ist. Vater Hermann Samuel Reimarus, der 1768 gestorben ist, 3 Jahre nach der Gründung der Gesellschaft, war Professor, Lehrer am Akademischen Gymnasium, was es damals hier in Hamburg gab, eine Universität gab es ja noch nicht, er war Orientalist und Philosoph. Ein Mann, der über Gott und die Welt nachdachte, Vorurteile zu beseitigen versuchte und die Menschen aufklären wollte. Sozusagen der Kämpfer in der Gedankenwelt. Sein Sohn, Johann Albrecht Heinrich Reimarus, war der erste Sprecher der Patriotischen Gesellschaft. Ein Mann, nach dem dieser Saal nun ausdrücklich benannt ist, das war nämlich der Sohn, der hier gemeint war, aber nicht wie sein Vater einer, der über Gott und die Welt tief nachdachte, sondern Arzt und praktischer Weltverbesserer. Seine praktische Weltverbesserung hat sich zum Beispiel darin ausgedrückt, dass er den ersten Blitzableiter auf dem Michel angebracht hat, was damals eine wichtige Innovation war. Der Franklin hatte gerade erst, der Benjamin Franklin, den Blitzableiter erfunden. Heute, und also die Patriotische Gesellschaft gespannt in gewisser Weise zwischen Gedankenwelt und Kampf in der Gedankenwelt der Aufklärung und praktischer Tätigkeit zur Verbesserung der Welt. Hier und heute ist natürlich eher der Vater einschlägig, der Philosoph, der Gedankenmensch. Sie machen ja einen Kongress, wo sie nicht irgendwie Blitzableiter bauen oder sonst was, sondern wo sie nachdenken über die Welt und das Handeln darin. Seine wichtigste Schrift hat er länger als 30 Jahre lang dran geschrieben und dann vor seinem Tode nicht veröffentlicht, weil er sich nicht getraut hat. Weil er die Stadt Hamburg damals tief in den Fesseln der lutherischen Orthodoxie sah. Und diese Schrift heißt Apologie und Schutzschrift für die vernünftigen Verehrer Gottes. Was meint das, die vernünftigen Verehrer Gottes? Damit wandte er sich gegen die Wundergeschichten in der Bibel, wandte sich dagegen, dass immer das gepredigt wurde, die physische Auferstehung Jesu, wandte sich dagegen, dass die Religion nicht den Grundsätzen der Vernunft, sondern irgendwelchen Offenbarungen folgen sollte. Und damit hat er ein Fragment geschaffen, das eines der wichtigsten öffentlichen Streitthemen des 18. Jahrhunderts auslöste. Er selbst hat sich nicht getraut zu veröffentlichen, seine Kinder aber, unter anderem eben sein Sohn, der, nachdem der Saal hieß, haben Auszüge daran an Lessing geschickt. Und Lessing war damals Bibliothekar in Wolfenbüttel. Und der hat diese Auszüge veröffentlicht. Fragmente eines Ungenannten und damit einen riesen Eklat ausgelöst. Die hiesige Orthodoxie hat sich enorm aufgeregt, hat alle Mittel und Wege in Bewegung gesetzt, bis sie hingekriegt haben, dass dem Lessing schließlich sogar eine Zensur erteilt wurde, ein Publikationsverbot auf dem Felde von
Schriften Stellung nahmen. Das hat ihnen aber nicht so viel genutzt, denn die Papiere waren in der Welt und vor allen Dingen hatte der Lessing einen sehr guten Gedanken: Wenn mir schon verboten wird, Streitschriften zu schreiben, dann kann ich ja immer noch das Feld der Dichtung betreten. Und unmittelbar nach seinem Verbot, die Streitschriften mit dem hiesigen Pastor Götze fertigzustellen, hat er Nathan den Weisen geschrieben. Das Drama, das bis heute eigentlich die große Botschaft verkündet: Der Streit zwischen den Religionen entscheidet sich nicht also sehr an der Frage, haben die einen, haben die anderen Recht oder so, welche Form von Offenbarung ist es, sondern entscheidet sich praktisch daran, was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Sie kennen die Geschichte mit der Ringparabel, der Vater, der seinen drei Söhnen nur einen Ring überliefern kann, deswegen zwei nachmachen lässt, sodass keiner weiß, wer den richtigen glückbringenden Ring hat und dann sagt, ja, jetzt müsst ihr arbeiten, um das herauszufinden. Derjenige von euch, der das Beste für die Menschen bewirkt, hat wahrscheinlich den richtigen Ring. Und das ist eine, wie ich finde, immer noch sehr schöne Parabel. Die Hamburger, also das hatte ich jetzt gerade gesagt, diese in Gang gesetzte Vernunftkritik an der offenbarungsgläubigen Religion hat dann aber schließlich in Deutschland ziemlich Epoche gemacht, hat zu Denkern geführt wie Kant und wie Hegel, die sozusagen Gott dann nicht mehr dachten als ein Wesen jenseits der Welt, irgendwo eine Figur oder sonst wie, die im Himmel oder sonst wie sitzt, sondern die dann den Gedanken weitertrieben zu sagen, das Göttliche ist ein Prinzip, das in der Welt ist. Und das ist das Prinzip, das uns erlaubt zu sagen, wir sind wahrheitsfähig. Wir können um die Wahrheit streiten und nicht etwas Jenseitiges, etwas Transzendentes. Gut, das muss aber jetzt gar nicht Thema sein. Ich möchte nur noch einen kurzen Punkt erwähnen. Die Vater-Sohn Reimarus und die übrigen 10 Gründer der patriotischen Gesellschaft haben ja nicht eine Menschenrechtsgesellschaft gegründet. Sie wollen sich ja jetzt vor allen Dingen mit dem Thema der Menschenrechte beschäftigen und des Humanismus, sondern sie haben eine Gesellschaft gegründet, die sie die patriotische nannten. Klingt heute ein bisschen fremd in manchen Ohren und muss man sich deswegen überlegen, was haben sie damit eigentlich gemeint? Im Zentrum ihres Denkens und Handelns standen damals nicht die Menschenrechte, sondern die Bürgerrechte. Sie fühlten sich als die Bürger dieser Stadtrepublik Hamburg und daraus leiteten sie Verpflichtungen ab, Rechte natürlich auch, aber vor allen Dingen auch Verpflichtungen, sich um dieses Gemeinwesen und das Gemeinwohl in dieser Stadtrepublik zu gründen. Und Stadtrepublik meinte halt den hohen Anspruch, hier leben wir nicht regiert von einem Fürsten, hier leben wir regiert durch uns selbst. Und weil wir uns selbst regieren, müssen wir uns selber kümmern um alles, was ansteht. Wobei dieses sich kümmern bezog sich damals nur auf eine kleine Handvoll von Leuten, denn die Hamburger Stadtrepublik war noch nicht demokratisch. Sie war zwar eine Stadtrepublik, aber die eigentlichen Bürger waren nur eine relativ kleine Kaufmannsschicht oben an der Spitze und die meisten, die in Hamburg lebten, hatten nichts zu sagen. Das dauerte ja bekanntlich mit Abstufung bis 1918, 19. Aber immerhin, die Gründer gingen schon davon aus, der Sohn Reimarus schrieb bei der Gründung 1765, auch die beste Verteilung der Staatsgeschäfte reicht nicht zu, alle Bedürfnisse und Vorteile einer Republik zu besorgen. Wenn nicht ein allgemeiner Eifer, alles wahrzunehmen, alle Stände belebt. Einen so wohlgemeinten Eifer haben wir nun das Vergnügen, in unseren Mitbürgern ermuntert zu sehen. Und das wollten sie auch betreiben. Und ich habe das Vergnügen, ihren Eifer hier 4 Tage lang begasten zu dürfen in diesem Haus und wünsche Ihnen erfolgreiche Tagungen, gute Stimmung dabei, auch etwas Heiterkeit.
interessante Vorführungen und hoffentlich auch Redner, die nicht immer langweilen. Dankeschön.